Also ich habe das bestimmt nicht verbogen. Ich jetzt auch darf nicht. Ich das hier wieder gerade rücken. Gerade biegen? Gerade biegen, was du hier vermurkst hast. Besser. Hm? Was? Was machst du? Hier, was mache ich? Machst du die Haare schön, oder? So, wir gucken schon wieder in den Bildschirm. Danke. Ja, ist nicht mehr. Es ist hallo. Schief. Was ist schief? Die Kamera? Ach, das ist wie immer bei uns im Vlog so. Hallo. Hallo. Fällt euch was auf? Wir haben was über dem Kopf. Keine Sonne mehr leider, aber... Aber ein Dach. Aber ein Dach. Liebe Freunde, der fleißige Zuschauer unseres fantastischen Vlogs hat mitbekommen, oder? Weiß ich gar nicht. Dass wir unsere Markise zerstört haben. Der sehr fleißige hat das mitbekommen. Genau. Stimmt. Wir haben letztes Jahr unsere Markise zerschossen. Ja, einmal benutzt, schon hinüber sozusagen. Ja. Zweimal vielleicht. Zweimal. Dann war sie weg. Dann haben wir sie abgeschafft. Ja, scheiß Ding. Zu schwer. Was an der Lippe? Was habe ich an der Lippe? Dreck. Das sieht gar kein Mensch. Genau. Zu schwer, zu sperrig. Kaputt. Kaputt. Eingerissen vom Board. Ja, scheiß Ding. Nämlich Boards übrigens. 500 Euro für den Arsch. Nase. Ja, und jetzt haben wir diese wunderschöne neue Lösung. Ja. Oh, die Nase. Hier kommt ein Zeitraffer, wie wir das aufgebaut haben. Hat übrigens nur 3 Minuten gedauert. Entschuldigung, ich dachte, ich muss niesen. Mats ab. Fantastische Ding her. Maren, erklär es den Leuten. Haben wir selbst gemacht? Nein, haben wir nicht. Haben wir selbst, also haben selbst bestellt. Bedrucken lassen. Wo denn? Darf man das sagen? Klar. Achtung, Werbung. Achtung, Werbung. Beim Bannerkönig24. Bannerkönig24. Oder so. Vielen Dank an Patashas World, die uns den Tipp dazu gegeben haben. Was ist das Schöne daran? Das Schöne daran ist, dass man es bedrucken kann. Wie man sieht, mit unserem Logo. Toll. Ja. Ist ein ganz leichter, dünner, flatteriger Stoff. Flatter, flatter. Warum jetzt so ein blödes Tarp? Wissen wir selber nicht. Irgendwas braucht man, wenn wir irgendwie immer so auf Treffen fahren und so. Eigentlich benutzen wir sowas, wenn wir unterwegs sind, sehr wenig. Genauso wenig wie die Markise. Die haben wir gar nicht gebraucht. Und das immer ein- und ausgeleiert und so, nur weil man mal eine Nacht irgendwo steht, ist natürlich dämlich. Wir haben uns dieses Tarp besorgt, falls wir länger stehen. Das Schöne ist, es ist wesentlich flexibler. Man kann es als Dreieck basteln, man kann es tiefer legen, man kann es höher legen, man kann es mit anderen Vans verbinden. Es ist einfach viel flexibler. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Merkt ihr das? Im wahrsten Sinne des Wortes, Schatz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, das funktioniert nicht. Ja. Nee, weil du gesagt hast, es ist flexibel. Und da habe ich gesagt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das halt auch sehr flexibel ist. Ich dachte, du wolltest jetzt noch was sagen. Wenn nichts hilft, ist immer Küssen gut. So, was? Entschuldigung. Also ihr braucht eigentlich nur das Ding. Wie viel hat das gekostet, Maren? Mit Druck? 180. Mhm. Ist es wasserdicht? Ja, noch nicht erprobt, aber angeblich, ja. Jein. Jein, ich glaube es auch nicht so wirklich, aber es so soll ein bisschen Regen wird es wohl reichen. Wird's wo abhalten, aber dann einen Regenguss, das wird glaube ich nichts. Es ist auch ein bisschen windanfällig. Ein bisschen. Wie man eben schon gesehen hat, aber... Hat man nicht gesehen. Wie man natürlich nicht gesehen hat. Doch. Wir zeigen, dass es windanfällig ist. Was haben wir noch dazu gekauft? Ohne die geht es natürlich nicht. Oh, schönen Weg. Die schönen Stänglein und Bändlein. Stänglein und Bändlein. Mach ein bisschen professioneller. Wir sind ein professioneller Vlog. Teleskopstangen. 2 Stück an der Zahl. Und? Leuchteseile.
Natürlich. Also die leuchten nicht im Dunkeln, aber die leuchten, also die also da steuert man nicht drüber. Ja, sind hier so Reflexionsdinger drin. Genau. Ja. Und die gibt's im Set mit diesem Karabinerkram, warte. Mit diesen formschönen Karabinerhaken. Du meinst, die halten richtig nicht gut. Karabinerhaken, ja. Sondern Heringe. Heringe, genau. Mit diesen Heringen, da gibt's einen ganzen Sack voll, falls sich mal einer verbiegt. Das tun die genau. Schon mal. Verlinkt ganz man natürlich gerne. Unten. Super easy, super geil. Das Allerwichtigste allerdings ist, wie macht man das Ding oben am Bob fest? Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten bei uns. Da oben ist die alte Befestigung von der Markise. Die haben wir behalten. Davon haben wir drei Stück, die fest mit Bob verschraubt sind. Aber zusätzlich... Die halten an Maren halten nee, die nicht. Nee, das hält nicht. Kann ich dir ehrlich sagen können. Ja, Die vielleicht? Sogenannte Magnethaken. Neodynmagneten. Besonders haltfest, haltefest, besonders magnetisch. Ja, logisch. Wir hatten zuerst die 30 Kilo Variante. Die ist ein bisschen kleiner. Die hielt aber nicht so gut dem Windstand. Jetzt haben wir die 50 Kilo Variante. Verlinke ich unten. Und dazu diesen formschönen Karabiner. Warum ist der denn so komisch? Ja, warum ist der so komisch? Das fragt ihr euch jetzt bestimmt auch. Ja. Das ist ein ganz stinknormaler Karabiner. Gibt es in Satz, glaube ich, kostet echt Pfennigkram. Allerdings... Wir haben damit Erfahrungen gemacht. Mhm. Eine Erfahrung haben wir gemacht, einmal aufgebaut. Es hat übelst geklappert. Hört ihr das? Ganz laut war das. Und jetzt klappert das nicht mehr. Was habe ich gemacht? Natürlich gibt es Kunststoffhaken, die man kaufen kann. Die sind aber echt teuer. Ich verlinke euch trotzdem mal welche unten, die könnt ihr dann von mir aus kaufen, aber ich finde es krass, für einen Kunststoffhaken so viel Geld auszugeben, wenn so ein Metallhaken echt ein paar Pfennig kostet. Ich habe Schrumpfschlauch drum gemacht. Er hat Schrumpfschlauch gesagt. Hatte ich noch über von der Elektrik, scheiße. Habe ich einfach drum gemacht, zack, und jetzt ist es ganz leise. Billiger kleiner Tipp von mir. Toll. Macht einen Schrumpfschlauch drum, Schlumpfschlauch. Ach. Es wird der schlimmste Vlog aller Zeiten, merkst du es? Hörst du mal auf? Dexi, du sollst nicht butteln. Ja, das war's mit unserer kleinen Markisenkunde. Ja. Ne, also wir wollten euch einfach nur mal unsere Markise zeigen, ob man die waschen kann. Klar, wieso nicht? Ja, sie ist schon ein bisschen dreckig. Oh, ja. Ja, gehört sich ja, wahrscheinlich so. Ja, so muss es auch sein. Das soll ja benutzt aussehen. Ja, wenn genau. Man sie schon nicht benutzt. Wenn man sie schon nicht benutzt, soll sie benutzt aussehen. Wow. Wort des Tages. Das ist der Used-Look. Ah. Das war schon so. Ihr Lieben, wir wollten euch nur mal zeigen, wie man es auch noch machen kann. Bisschen flexibler. Nicht ganz so einfach, aber leichter. Und individueller. Mit eigenem Druck von euren wow. Logo, Namen. In diesem Sinne, hier noch ein paar Bilder von der schönen Markise. Tarp. Nennen wir das Tarp? Warum nennt man das eigentlich Tarp? So mega schief. So, Schluss jetzt. In diesem Sinne, frohe Ostern. Schöne Sommerzeit. Oder war doch gut? Das hört sich an, das würden wir Pause machen. Ach so, nee, Gottes Willen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschö. Wie tschüss? Hallo, machst du das jetzt mal richtig? Mein Gott. Tschö. Tschö. Los, komm, wir müssen synchron winken. Synchron. Das sieht doch blöd aus. Tschüss.